Ja, ich habe bei Hamburg und bei Salzburg viel gelernt und viel Erfahrung gehabt. Möchte ich einfach hier Mannschaft helfen und ja, ich besuche die Mannschaft helfen und ja, weiter gut spielen. Ja, wenn ich so hören kann, ja, freue mich sehr. Freue mich zu hören. Ja. Und ja, der ist natürlich in Korea sehr große Legende. Ja, möchte ich auch wie Bungunza spielen. Ich habe vor entschieden, habe ich mit Julian getroffen, wir haben gesprochen. Dann habe ich sehr Wohlfühl gehabt. Nach Besprechung habe ich sofort meinem Berater gesagt, er möchte ich hier kommen. Einfach, hier ist geiles Club, möchte ich gut spielen. Ja. Ja, alle wissen schon, dass der gute Spieler ist, aber ich konzentriere meinen Fußball auf meinen Fußball und ich möchte einfach meinen Weg gehen. Ich denke, mein Vorteil ist viel laufen und Torschießen, Vorlage und ich denke, ich kann alles machen. Ja, ich versuche das alles für Mannschaft machen. Das ist geheim. Ja, Julian hat mir gesagt, dass ich vielleicht achter Position spielen kann, vielleicht Zehner, vielleicht Stürmer. Der hat zu mir viel erklärt. Ja, dann habe ich sehr gefreut. Bin ich Also sehr gefreut. Ja. Egal ob Zehner, Außenstürmer, Mittelstürmer, alles okay. Möchte ich gerne einfach spielen. Enoch, mein Kollege, Enoch hat mir gespielt in der Mitte. Dann habe ich einen Kontakt gehabt, dann Gomez ist vorbei. Dann wollte ich eigentlich mit linke Fuß gleich schießen. Aber habe ich mein rechtes Auge Van Dijk gesehen, der wollte Tackle. Dann habe ich einfach Haken, dann Tor geschossen. Ich habe bis jetzt nur immer Tests gehabt und ein bisschen individuell trainiert. Ich habe heute erst einmal mit Mannschaft trainiert. Aber sie sind immer heiß und habe ich viel Motivation gesehen. Die laufen sehr viel. Ja, einfach. Ich kann nicht spielen, leider, aber ich denke, sie werden gut spielen, denke ich schon. Habe ich gemerkt. Also vielleicht noch eine Zusatzinfo. Die meisten werden das schon wissen, aber unsere Spieler, die Neuzugänge, die nicht spielberechtigt sind, werden trotzdem mit nach Lissabon fahren und bei dem Turnier dabei sein und die Mannschaft kennenlernen und unterstützen. Das ist vielleicht noch eine Zusatzinfo. Ich habe mein persönliches Ziel gibt's nicht. Ich möchte einfach für Mannschaft gut spielen. Und ich denke, unser Mannschaftsziel ist gleich Champions League gut spielen, bei Bundesliga auch gut spielen. Ja, denke ich. Bei Champions League auch schon. Beide möchten wir gut spielen, natürlich Pokal auch. Ja. Das wollte ich auch fragen. Also, Chan wollte das auch fragen, aber er sieht nicht ganz so begeistert aus. Die Idee ist bei uns im Verein in der Medienabteilung entstanden und dann hat ein uns bekannter DJ den Song ein bisschen geändert und hat aus Gangnam Style Wangnam Style gemacht und das eingesprochen, neu eingesprochen. Also, wir haben dieses Lied ein bisschen neu gemacht und verändert. Und ja, haben das dann gehofft, dass das in Südkorea auch die Menschen, dass es denen gefällt und dass sie es das vielleicht lustig finden und dass sie dann vielleicht ein bisschen aufmerksam auf unseren Verein, aber natürlich auch auf unseren Neuzugang Chan werden und vielleicht unserem Club ein bisschen folgen dann und den Weg verfolgen von unserem Club und auch von Chan bei uns. Aber vielleicht war auch ein bisschen peinlich, ich weiß nicht. Aber wir haben dann ja ganz schnell super Szenen reingeschnitten von vielen Toren und ich habe gesagt, die Szene muss unbedingt mit rein mit Van Dijk, die waren auch drin
Und deswegen war Video, glaube ich, doch nicht so peinlich, oder? Ja. Ist okay? Ja. Da können wir drüber sprechen, aber den Plan gibt es doch nicht. Vielleicht fängt er erstmal an, solche Tore zu schießen wie in dem Video, und das mit dem Singen machen wir dann später.